So, Kinder, herzlich willkommen zur ersten Folge von Henkes Corner. Und zwar ist das jetzt mein neuer Videopodcast. Immer mit wechselnden Gästen. Ihr könnt euch auch das Video in der Beschreibung angucken. Da erkläre ich alles ein bisschen, was hier passiert, warum ich aufgehört habe mit Streamen und so weiter und so fort. Aber, Freunde, dieser Podcast wird so funktionieren, dass ich immer wechselnde Gäste habe. Also, es ist nicht nur ich, sondern in der ersten Folge, und ich freue mich sehr, dass er dabei ist, Flo Varion, Alter. Ich grüße dich. Digga, es ist so geil, ne? Es ist so geil. Du bringst mich hier mehr aus der Komfortzone, als ich jemals war. Also ich bin ja voll so ein Almöhi und ja. Ich muss jetzt hier raus und wir haben Publikum, aber das Publikum ist nicht wegen uns da. Nee, die existieren hier einfach. Wir sitzen, Das ein bisschen besser als ich, glaube ich. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich habe sämtliche Schamgefühle am letzten Wochenende abgelegt, aber darüber können wir auch noch quatschen. Ist es gerade, damit ihr es so zeitlich einsortieren könnt, ist es gerade kurz nach OMR-Festival, also hier war so ein großer Medienkongress in Hamburg. Wir sitzen tatsächlich auch gerade in Hamburg. Vielleicht hört ihr ein bisschen Hintergrundgeräusch, wenn mal Kinder schreien. Seid mir nicht böse, aber ich wollte das so. Henkes Corner muss immer draußen stattfinden. Das ist ein Kriterium? Das ist das Kriterium. Sitzen hier auf diesen geilen Campingstühlen. Den habe ich mir ja vorhin noch für 20 Eier geschossen, auf dem du sitzt. Das ist geil, aber ja. Ist du hast vieles geholt, aber vieles auch nicht. Was hätte heute nützen können, ne? Aber wir kriegen das irgendwie, wir kriegen das hin. Ich habe mich, was Flo damit sagen wollte, ich habe mich um alles gekümmert, was nötig ist. Hinter der Kamera ist Matze. Ja. Deswegen liebe Grüße auch an der Stelle. Wir sitzen liebe hier gerade in der wunderbaren Hafen City in Hamburg. Irgendwie ist da gerade, guck mal, wenn du da guckst, ist gerade ein bisschen low, ne? Ja, stimmt. Ist tiefgang. Ja, stimmt, ist ein bisschen tief. Ja. Aber ihr seht ja, hinten schön, wenn ihr mal guckt, schön Elbphilharmonie und der ganze Bums. Das ist echt ganz nett, ne? Ja, ist ein geiles Bild. Das Bild passt auf jeden Fall. Ich hoffe mal, Ton passt. Also ich finde, das ist auch das eigentlich, was ich wollte. Die erste Folge Henkes Corner in der Heimat anfangen. Schön im Norden. Ja, aber ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja nicht Hamburger. Ich bin nicht oder? Hamburg, nee. Ich bin Hanseat. Deswegen, es ist ja okay. Ich glaube, das darf ich mir noch auf die Fahne schreiben. Das kannst du dir erlauben, ja. Oder? Ja. Ich finde es auch immer so, es gibt ja immer so die Leute, die das so ein bisschen anfechten, wenn man jetzt irgendwie so eine halbe Stunde von Hamburg wohnt und das ist irgendwie, weiß ich nicht, Bauchnabel-Uelzen oder so heißt die Ortschaft, dann sagt man, ich komme halt aus der Nähe von Hamburg und die Leute echauffieren sich da immer drüber, du kommst aber eigentlich nicht aus Hamburg. Also ich bin immer so ein bisschen entspannt. Aber bei Bremen werde ich kritisch. Ja, okay. Bei Bremen werde ich, da kannst du nichts sagen, da musst du mitgehen. Okay. Da muss man mir mal ein bisschen die Stange halten, das kann nicht sein. Weil Bremen, Bremen, das muss ich mal direkt hier, was haben wir denn? Muss ich mal direkt adressieren, Bremen ist nicht Norddeutschland, aber das ist eine klare Nummer. Okay, ja, wusste ich nicht, dass Bremen da so eine Ausnahme ist, sondern so ein heikles Thema für dich. Das ist ein heikles Thema, nur der HSV an der Stelle. Freunde, ganz interessant und zwar, ich weiß nicht, ob ich das erzählen, wo du herkommst ursprünglich? Ja, klar. Aus MacPom. Ja, genau, stimmt. Was ich tatsächlich ganz interessant finde, weil es gibt nicht so viele Creator aus MacPom. Nee, stimmt, ich glaube, es gibt eine große TikTokerin. Ja, aus Rostock. Ja, genau. Nadine. Wie heißt Nadine Brady? Nadine Brady? Ja, Breaty. Ja, ich weiß, was das bedeutet. Aber die ist ja noch wesentlich größer. Die ist riesig. Ja. Die hat diese silberne Strähne. Aber das ist nicht gefärbt, glaube ich. Ne? Ich will da nichts Falsches sagen. Ich glaube aber, das ist. Ich glaube, da hat sie auch mal drüber geredet. Ich habe da mal ein Video drüber gesehen. Ich glaube, Vitiligo heißt das. Kann sein. Das ist, wenn du so pigmentfreie Stellen auf der Haut hast. Und dann hat sie. Das sieht aber fresh aus bei ich ihr. Ich muss auch sagen, es sieht cool das aus. Das sieht ultra cool aus. Vor allem, dass so natürlich ist. Ja. Voll geil. Nee, pass auf. Fand ich interessant, weil, wie gesagt, wenig Creator aus MacPom. Stimmt. Du hast aber vor deinem, ich sag mal, wo das Ganze bei dir so groß geworden ist, warst du schon voll lange dabei. Ja, stimmt. Ich habe nämlich nachgeguckt auf deinem Kanal, da war irgendwie, das was ich gesehen hatte, war das Ende. Video. Aber das Ende war ja ein Video, davor waren ja, weiß ich, wie viele Videos online. Da hast du auch schon viel Zeug gemacht. Was war davor? Weil da habe ich nichts mehr rausgefunden. Nee, ich war auch so dumm, ich habe die nicht privat gestellt, sondern ich habe die alle gelöscht damals, die Videos. Das war eher so Gaming. So Call of Duty, also das muss man dazu sagen, so 2014, da war nachher schon so der Umbruch, da war so Call of Duty das, was Fortnite heute ist. Jeder hat Call of Duty gespielt und da habe ich auch Call of Duty gespielt und habe irgendwie kommentiert. Ich war halt schlecht im Zocken, aber ich habe irgendwie gut geschnackt, glaube ich. Geil. Und ich habe, ich habe ein Jahr Ding gemacht, seit 2013 mache ich Videos. Ist völlig, eigentlich voll krass, ne? Ja. So, sprich, du bist schon... Ich bin schon länger dabei. Du bist schon 6 Jahre dabei gewesen. Ja. Bis dieser große Durchbruch kam. Ja, genau. Das war dann damals, ich erinnere mich noch genau dran, das war auch, glaube ich, zu der Zeit, wo wir uns so circa kennengelernt haben. Mhm. Oder ich sag mal so, wo du
Wo bei ich mir auf jeden Fall auf dem Podcast. Auf dem Dunstkreis. Stimmt, du warst bei uns bei genau, Kaffee Allmann, bei meinem anderen Podcast mit Dominik und Niklas. Ja. Warst du mit dabei? Stimmt. Und da habe ich dich, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Schirm gekriegt, weil du dann sozusagen durch die ganzen React-Geschichten bist du irgendwie so auf die Bildfläche gekommen. Ja, genau. So, genau. Und es war damals dieses. Wer hat in den Kofferraum geschifft? Ja, genau, das ist immer noch das meistgeklickteste. Genau, da haben viele drauf reagiert. Aber ich weiß gar nicht, Reaction ist heutzutage gar nicht mehr so eine Nummer wie damals. Also es gibt immer noch Reaction, aber ich glaube, damals war das nochmal so eine Nummer krasser irgendwie. Ich glaube, das war da noch relativ frisch. Da kam ja Simon so 2017 kam er ja mit seinem Ungeklickter um die Ecke. Und genau, 2017, genau. 18 so im Dreh, ja, nach Adam, ja. Riese, Eva Zwerg. Und das war ja nach diesem Milch ist Gift-Ding und man dachte sich, ja, was hat Simon Unge jetzt vor? Und dann kommt er mit diesem Reaction-Ding, genau. Was ja schon in den USA voll das Thema war, kommt auf einmal mit um die Ecke und knallt damit voll durch. Ja. So. Und hatte da die erfolgreichste Zeit jemals auf YouTube, was auch irgendwie witzigerweise viele Creator dann hochgebracht hat. Ne? Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, das hat bei mir, ich weiß gar nicht warum, aber das hat bei mir ein richtig, es ging irgendwie so krass voran durch die ganzen Reactions. Ich weiß auch nicht warum, weil es kurzer Content war. Mittlerweile ist es ja normaler TikTok-Content, der irgendwie gemacht wird. Also ne, ist es ja im Prinzip das Gleiche. Ich glaube, das Einzige, was einen noch so ein bisschen unterscheidet, ist, dass man ein bisschen Handwerk so noch mit reinbringt. Ja. Aber das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Also ich habe ja das Rad auch damals nicht neu erfunden, aber das hat halt kein Schwein mehr gemacht, außer halt Fresh Torge, ne? Eben. Das fand ich so geil. Weil wenn man so bedenkt, so an früher, wie diese ganzen YouTube-Anfangszeiten war, 2010. Ich glaube, das hatte damals auch, hatte ich gesehen, hatte Flying Uwe, glaube ich, auf dem Video reagiert. Stimmt. Gesagt, ja, es ist so dieser alte Alberto-Style. Ja, genau. So, und da habe ich mich so zurückerinnert gefühlt, dachte mir, ja, es ist was dran. Stimmt. Ein Typ spielt mehrere Charaktere und macht dann quasi so Comedy-Videos draus, die so 5 bis 6 Minuten gehen. Ja, ja. Aber voll geil, dass das dann nochmal irgendwie so eine Renaissance kriegt, ne? Ja, stimmt. Es hat auf jeden Fall... Ich glaube, das war einfach so ein zeitlicher Umschwung. Es ist ja immer so, periodenweise gibt es ja immer was, das die Leute irgendwie dann machen. Ich glaube, so mittlerweile ist es so normal. Ne, Luke und ich gucken auch schon hin und wieder, dass wir so ein bisschen gucken, dass wir irgendwas Neues machen. Man plant da auch schon was. Aber es ist immer noch so eine Sache, die immer noch gut funktioniert. Ja. Und deswegen ist es auch, es ist halt so ein No-Brainer, ne? Also das ist so ein No-Brainer. Aber ja, das ist so, ich glaube, das größte Problem, was ich damit habe, ist, dass die Leute, die kennen nur Varion, ne? Die kennen halt nur Varion. Ich mag das auch immer gar nicht so genannt zu werden. Es klingt immer so doof, ich habe mir den Namen ja ausgesucht irgendwie für den Kanal, aber ich mag den nicht, wenn Leute mich so damit, also ich nehme dir das nicht übel, aber ich will halt gern Flo genannt werden, wenn ich irgendwo bin, weil Varion ist halt irgendwie diese ganze Ansammlung an verschiedenen, ne, Figuren und so. Stift. Ja, genau. Und ich glaube halt, das Ding ist, Flo ist viel, viel mehr als halt nur dieses flache Konzept. Also ich habe ja gar nichts damit zu tun. Also ich denke ja gar nicht so. Es ist zwar das, was ich so drüber schmunzeln, aber ich habe jetzt privat vielleicht auch hier und da mal einen anderen Humor oder so. Ich will damit nur sagen, dass man, glaube ich, auch viele gucken sich gerne diesen Content an, aber die kennen halt Flo nicht. Und das ist halt immer dieses Problem, weil du bist dann abonniert für eine gewisse Sache, aber du kannst halt nicht alles machen. Also ich könnte jetzt nicht einfach irgendwie einen Vlog drehen. Ich glaube, da interessieren sich nicht viele für, als für den anderen Kram. Weißt du, was ich meine? Aber du hattest das ja teilweise, hast du ja diesen Zweitkanal gehabt, wo war genau, ja. Und da hast du, glaube ich, auch so Vlogs und Outtakes drauf gehabt, genau, ne? Ja. Die fühlst du aber nicht mehr so... Nee, gar nicht mehr. Nicht mehr so weiter, nee, gar nicht gerade mehr. Also, das hat... Also, nachher... Die Outtakes sind auch ausgeblieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Outtakes. Wir haben auch über 100 Outtakes gemacht. Irgendwann hast du halt so eine Routine, da passiert halt nichts mehr. Es wiederholt sich halt nur noch. Ja. Haben wir halt dann gelassen. Und ich bin auch... Sag ich immer wieder, ich bin auch... ich habe jetzt kein spektakuläres Leben. Also, ich gehe zum Sport, ich drehe meine Videos, ich nehme Podcasts auf und das war's.